Hallo und herzlich willkommen hier auf Hahn Spirit mit Daniela Hahn zur Monatsauslage September zum aktuellen Zeitgeschehen. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich hier das große Blatt ausgelegt und wir schauen einfach mal rein, was ist global gesehen los im September hier auf der Welt. Also nicht nur, was uns persönlich betrifft, sondern wirklich für das ganze Kollektiv hier auf der Erde. Wir haben hier zentral in der Mitte das Thema falsche Lebensführung, auch falsche Überlieferungen. Da hier auch die Geheimnisse drin liegen mit dem Buch, spricht sehr viel dafür, dass vielleicht auch ja, Dinge, die im Verborgenen waren, aufgedeckt werden. Also hier ist ein großes Hinterfragen drin. Bewährtes wird auch extrem auf den Prüfstand gestellt, weil der Baum steht immer für eine langlebige Sache, die schon vielleicht seit Jahrzehnten oder seit Jahrhunderten funktioniert und jetzt plötzlich in Frage gestellt wird. Das Leben verlangt nach einer erneuten Überprüfung, aber auch nach einer Erneuerung. Nur mit dem Fuchs in der Mitte ist auch eine Warnung drin. Die sagt uns, nicht unbedingt alles, was in der Vergangenheit war, ist schlecht. Also prüft gut, was ihr vielleicht als überholt oder als nicht relevant anseht. Schauen wir in die verdeckten Karten, dann haben wir den Baum in den Eulen. Und die Eulen zeigen hier auch das alte Wissen, aber auch eine Art Zwiespalt, die zur Diskussion steht, weil die Eulen sind immer wie ein Teiler, also sie teilen verschiedene Dinge auf. Es kann sein, dass Dinge auch zerhackstückelt werden in ganz, ganz viele kleine Einzelteile, dass am Ende niemand mehr so recht weiß, ja, was passt denn überhaupt noch zusammen. Man könnte das so deuten, dass der September zwar in seiner Überprüfung und Aufdeckung von Falschheiten auch dazu führen kann, dass man sich verzettelt. Also man muss sehr genau hinschauen, dass nicht vielleicht etwas ja, der Überprüfung nicht standhält oder dass irgendetwas übersehen wird und verloren geht, weil die Eulen stehen auch für das Sehen, für die Augen, für Dinge, die wir im Auge behalten sollen. Der Fuchs am Kind und im Kind ist das eben schon angesprochene. Nicht alles, was wir meinen, erneuern zu müssen, war in der Vergangenheit falsch. Neuerungen sind gut, aber wir sollen wirklich prüfen. Ich meine, wir haben jetzt wirklich auch diesen rückläufigen Merkur noch in den September hinein und der sagt ja sowieso, wichtige Dokumente, Dinge, die irgendwie von Wichtigkeit sind, nicht einfach nur so lapidar irgendwie schnell abhaken, würde ich sagen, nicht abhängen, also abhaken, so von A bis Z, schnell die Strichliste durchgehen, sondern man muss überprüfen und in die Tiefe gehen und manches braucht auch wirklich noch Zeit und man soll sich die Zeit auch nehmen und Dinge wirklich vielleicht auch erstmal liegen lassen für einen gewissen Zeitraum und dann neu zur Überprüfung hervornehmen. Also da sind wir alle dazu aufgerufen, Dinge wirklich vielleicht nochmal liegen zu lassen, nochmal zu überdenken, nochmal zu überprüfen in einem zweiten oder dritten Durchgang. So wie man es ja als zum Beispiel Schriftsteller sowieso machen muss. Du schreibst ein Buch und das ist danach nicht fertig. Es geht in die mehrfache Überarbeitung und in die Überprüfung von Stil, Kontext, Rechtschreibung und so weiter, bis es überhaupt ein fertiger Roman wird. Und das ist hier auch damit gemeint. Also wir müssen mehrfach überprüfen. Wir haben das Buch in der Öffentlichkeit, also im Park. Und das zeigt ja auch nochmal, etwas aus dem Verborgenen möchte in die Sichtbarkeit kommen, aber es kommt nur in kleinen, zerhackten Stücken in die Öffentlichkeit. Und auch dort ist es schwierig, ob die Wahrheit gesehen werden kann, ob es überhaupt
Der Überprüfung mit der heutigen Sichtweise und Brille standhält. Also auch hier Verwirrung. Ich spüre Verwirrung im September. Man will etwas durchpressen, durchdrücken, aber es scheitert, es funktioniert nicht wirklich. Das kann auch zu extremen Konflikten führen. Denn Entschuldigung, schauen wir in das Kind. Das Kind liegt im Berg und am Berg. Es ist also doppelt blockiert. Das Kind strebt nach der Veränderung, ist aber umringt in Gedanken von der Falschheit, von den Dingen, die falsch liefen, die richtig gestellt werden möchten, aber noch nicht können, weil die richtige Sichtweise fehlt. Und somit kommt es zu Stockungen, Blockierungen. Es flutscht nicht so, wie es vielleicht sollte oder wie man es gerne hätte. Auch Entscheidungen, der Berg selber liegt in den Wegen, in den Entscheidungen. Die Entscheidungen sind hier auch gehemmt, sind verzögert. Die Veränderungen, hier die Störche, liegen im Fuchs und am Fuchs. Wir haben sehr viele Doppelungen drin, die uns hier darauf hinweisen, dass, ja, dass es wirklich wichtig ist, langfristig hinzuschauen. Mit dem Baum in den Eulen schaut langfristig hin. Etwas wichtig zu verändern, gut zu verändern, mit einer guten Verwurzelung braucht Zeit. Also global sind wir angehalten, nicht alles mal schnell über den Haufen zu werfen, sondern wirklich jetzt Dinge, also Zeit zu geben und mit einer tiefen Verwurzelung zu schaffen. Es ist gut, dass Veränderungen kommen, aber sie müssen auch einen guten Boden, einen guten Nährboden haben. Haben Sie nämlich einen falschen Nährboden, dann ist die Gefahr, dass etwas Gutes im Ansatz zu einem späteren Zeitpunkt als völliger Mist verworfen wird und man aber das Gute, das dahinter war, auch mit verwirft. Und das ist wirklich die Gefahr. Deshalb ist es wichtig, hier zu prüfen. Auch hier liegt im Baum die große Prüfung drin, das Kreuz, das uns sagt, ja, wir haben jetzt die Chance, ganz viel alte Lasten, Karma, die sich über die Zeiten, über die Geschichte, über das Kollektiv angereichert hat, zu verändern und zu lösen, aber bitte nicht mit Schnellschüssen, bitte nicht mit Verurteilungen, mit Vorverurteilungen, weil dann haben wir wieder Mittelalter, dann haben wir wieder dieses vorschnelle Gericht, eine Hexenjagd oder was auch sonst alles da drin ist. Viele Menschen handeln momentan aus dem Bauch heraus und aus einer Emotionalität. Aber wir brauchen, und das ist hier ja blockiert, der Berg steht auch für den Verstand, für die Kopfebene. Nur verkopft handeln ist auch nicht gut, aber es braucht die richtige Mischung dazu. Und nur unter der richtigen Mischung können die Dinge funktionieren. Wir hatten hier die Eulen angesprochen, unsere Weitsicht, unsere Sicht, die es dafür braucht, die klare Sicht. Und dazu, wenn wir in die Klarheit schauen, haben wir den Bär drin und der Bär sagt, ja, ihr habt auch gute Dinge, gute Werte in der Vergangenheit und die müsst ihr mitnehmen. Verwerft nicht alles, denn sonst kommt es zu einem großen Verlust. Und zu sehr viel Zweifeln und ich habe hier Verderbnis drin. Also um jetzt mal so bildlich zu sprechen, stehen die Mäuse für etwas, das verdirbt. Und es kann auch ein Verfall sein, also ein Verfall gewisser Werte, ein Werteverfall. Und davor warnt das Bild. Also ich bin jetzt ganz tief in diese globalen Geschichten eingestiegen. Also ich habe das Bild wirklich gebeten, zeigt mir das.
Wir haben hier die Eulen drin, auf die ich ja noch mal schauen wollte. Und die Eulen liegen im Hund und in der Loyalität. Und die sagen uns bei all der Sichtweise, es gibt so viele unterschiedliche Meinungen und Sichtweisen. Und natürlich muss man irgendwo einen Mittelweg, einen Konsens finden. Man kann nicht alles im Einzelnen nehmen. Man muss wirklich so einen Weg finden. Das ist nicht einfach, das ist schwer. Ne? Und da sollen wir darauf achten, fair zu bleiben. Weil der Hund steht für Fairness, Loyalität. Macht keine Tricksereien, falschen Dinge. Davor warnt ja auch das Bild. Das kommt irgendwann raus, das fliegt auf und es fliegt euch dann um die Ohren. Und wie gesagt, hier die Warnung. Es kann Dinge, die wirklich im Ansatz gut gedacht oder angedacht sind und nicht alles falsch ist, dann auch mit kaputt gehen. Und das wäre sehr, sehr schlecht, weil dann haben wir diesen Verfall guter Werte noch stärker drin. Ich habe auch die Sense im eigenen Haus. Sie warnt doppelt. Sie warnt doppelt auch vor Schönwetterentscheidungen. Na, es gibt ja manchmal so Geschenke, die man bekommt, wo wir Menschen Sachen zugestanden bekommen, wo wir sagen, boah, das ist ja ganz gut, das ist ja irgendwie doch nicht so schlecht. Und das sind so, ja, so merkwürdige Geschenke, die eigentlich null und nichtig sind, eigentlich gar nichts bringen und gar keinen großen Wert haben. Und trotzdem werden die dann hochgejubelt. Also Vorsicht vor diesen Schönwetterentscheidungen, denn diese Schönwetterentscheidungen betäuben ein Stück weit vielleicht diese Sicht, ne, nach außen, aber und vielleicht auch manchen Schmerz oder manche, ja, es gibt ja manchmal so Sachen, wo so schwelen und dann ist man irgendwie besänftigt. Aber im Kern ist es ein neues Hindernis, das aufgebaut wird. Also immer mehr Hürden. Und jetzt fragst du dich vielleicht, boah, ja, wenn das alles so auf globaler Ebene passiert und wir diese Einflüsse haben, was kann denn ich im Einzelnen tun? Es ist im Einzelnen die Energie, die du reingibst. Wie loyal verhalte ich mich? Wie ehrlich, wie offen? Wo trickse ich? Wo wende ich irgendwelche Falschheit an? Wo will ich im Egoismus etwas durchboxen, wo ich im Grunde genommen weiß, es ist nicht auf gutem Fundament gegründet, es ist noch nicht ausgereift, ich will mir die Zeit nicht geben, ich will vielleicht anderen die Zeit nicht geben, die sie dafür brauchen, um es in irgendeiner Form zu etwas Festem zu bringen. Alles will hier schnell durchgebuchst werden, aber man merkt, es passt hinten und vorne nicht. Und hier können wir im Kleinen beginnen, nachsichtiger zu sein, andere Menschen anzuregen, das ein oder andere vielleicht doch sich nochmal anzuschauen, zu überprüfen, in sich zu gehen. Vielleicht wirklich über manche Dinge auch noch mal schlafen oder sagen, ich lasse das 4 Wochen liegen und schaue es mir von Neuem an. Dazu regt das Bild an. Es ist eine große Menschheitssehnsucht in den Herzen der Menschen, dass sich Dinge verändern, aber bitte aufpassen, dass das nicht mit einer brachialen Gewalt passiert, also hier die Brechstange anzuwenden. Wir haben auch die klassische Kombination, das ist hier die Aggressivität, die sich nach außen richtet. Und das bringt das Pferd, das ist der Fortschritt hier auch, ne? Das Pferd ist der Fortschritt, heute ist es das Auto und es ist ein Synonym für Fortschritt. Es bringt den Fortschritt mitunter zu Fall und kann einen Rückschritt bedeuten. Also deshalb wirklich dieses besonnene Handeln der Entscheidungen, sich besonnen verhalten. Es ist auch eine große Aufforderung, weil hier haben wir die Kombination, wie sagt man so schön, Leistungsträger oder Menschen, die in der Gesellschaft wirklich was zu sagen haben, ne? Weil hier die höhere Bestrebung, die höheren Gespräche,
Auch die Gerichte und so weiter sind hier mit drin. Menschen, die wirklich Ratgeber sind für andere, vielleicht auch eine höhere Bildung haben, die studiert haben. Das heißt jetzt nicht, dass die wesentlich klüger sind, aber natürlich schon einen Background haben, sich mit gewissen Dingen befasst haben, eine Übersicht haben, sich einen Überblick verschafft haben. Auch die sind wirklich hier ganz stark im Bild dazu angehalten, die Aggressivität aus der Gesellschaft zu nehmen, weil wir hier die ja drin haben. Wir spiegeln das Bild gerade so rüber. Und für Frieden, Ordnung und ja auch Anregung des einzelnen Individuums, also im Denken, Menschen anzuregen, aktiv mitzuwirken. Also die Zeit des Einzelgängertums wird hier verneint. Es geht um die größere Gemeinschaft. Ich meine, das ist jetzt nicht nur das Thema vom September. So ein Bild gilt ja in der Regel für über ein Jahr. Aber es ist ein wichtiges Thema, das in das Kernthema der Überprüfung. Und dass hier so ein Missverhältnis ist zwischen schnellen Entscheidungen treffen, schnellen Dingen durchboxen und eben, dass es nicht richtig fruchtet. Also, dass wir da aufpassen sollen und hinschauen können oder sollen. Und wenn wir, wie gesagt, das Gefühl haben, ich habe ja gar keinen Zugriff, keinen größeren Einfluss, man hört mich nicht, man sieht mich nicht, dann bist du hier wirklich angehalten, weil eine Energie, das ist wie eine Welle, ich gebe einen Tropfen rein und dann springt das immer weiter nach außen, wird immer größer. Also wenn immer mehr Menschen integer, loyal, zuverlässig, gut gegründet handeln, dann ist es ein Spiegel der Gesellschaft, der sich wie ein Wellenteil da nach außen verbreitet und dann auch eine große Masse erreicht. Ne? Das ist hier so. Ja, schon diese Vorbildfunktion, die jeder Einzelne hat. Und damit meine ich jetzt nicht nur unser Land, wo wir jetzt hier leben, sondern wirklich auf der ganzen Welt ist das hier angesprochen. Natürlich schaut das Video, weil ich jetzt nicht international spreche, natürlich nur ein kleiner Kreis. Aber es ist damit gemeint. Hier in den Eckkarten haben wir auch ein bisschen eine Warnung drin. Es ist doppelt. Wir haben Hund im Ring und am Ring. Und es sagt uns, dass wir uns immer nur in unserem eigenen sicheren Kreis bewegen. Und es ist vielleicht manchmal auch an der Zeit, über den Tellerrand zu schauen und sich in einen anderen oder größeren Kreis rein zu begeben. Das heißt, um Verständnis und Toleranz für andere zu haben, müssen wir auch manchmal wirklich unseren eigenen sicheren Kreis, es gibt so im Film, ne, der Kreis des Vertrauens, gibt so einen lustigen Film, also diesen eigenen sicheren Kreis verlassen und in einen anderen Kreis eintauchen, damit wir ja uns an Toleranz üben können. Also das Thema Toleranz ist hier auch sehr, sehr wichtig und wird als wichtig angesehen in diesem Bild. Wir haben das Thema hier auch doppelt drin. Herr in den Wolken und an den Wolken. Also ihr seht, wie oft hier das im Bild hier im September doppelt ist. Es scheint so, als ob wir die Dinge im September auch mehrfach unter die Nase gerieben bekommen, dass wir einfach verstehen, wie wichtig unser Handeln ist und wie wir auch Einfluss nehmen können. Und es zeigt uns, dass wirklich diese Entscheidungskraft, die ist geschwächt, die ist umnebelt, weil der Herr steht für die aktive Kraft. Und die zeigt sich auch hier mit dem Fuchs. Sie ist geblendet, sie funktioniert nicht richtig. Man kommt nicht richtig nach vorne. Aber das hat auch mit der Integrität zu tun, also mit dem,
mit der Loyalität, mit der Toleranz, die ist zu schwach und darum wirkt es auch zu wenig. Schauen wir ins Haus des Herrn, liegt die Passivität, die Dame drin, was es auch nochmal widerspiegelt. Es ist zu schwach und die Passivität ist fest gegründet. Das heißt, viele Menschen sind noch zu passiv und agieren noch zu passiv, sind nicht bereit, aus ihrem eigenen Kreis über den Tellerrand zu schauen, größer zu denken, globaler zu denken, nicht nur wirtschaftlich, weil das geht ja auch um Reichtum, der Ring ist auch immer eine Verkörperung, Reichtum, Wohlstand, meine eigenen Dinge, sondern wirklich auch gemeinschaftlich zu denken. Und das gemeinschaftliche Denken ist hier sehr abgeschwächt mit Turm und Sarg und dann haben wir hier wieder die Sonne, die dem Ganzen Kraft geben will, die aber hier abgeschwächt ist. Und das Buch sagt, das ist alles noch unklar und man fürchtet sich auch ein bisschen vor dem Fremden, vor dem Unklaren. Man hat Sorge und wie gesagt, Sorgen zu verlieren vor dem Fremden, vor dem Unbekannten, kann nur stattfinden, wenn ich aus meinem eigenen begrenzten Denkkreis ausbreche und mich mitnehmen lasse in einen größeren Kreis des Verständnisses. Und dazu sind alle Menschen angeregt. Wir sind natürlich oft sehr geprägt in Glaubensstrukturen, in Denkstrukturen, in diese ganzen Glaubenssätze, die wir von Kindheit an mitbekommen, von Lehrern, Eltern, Schule, was auch immer. Also wo andere uns prägen. Und darum ist es schon eine Meisterleistung irgendwo und ein großer Gesellschaftsakt, also das zu überwinden. Aber ihr seht ja, man kann das nicht mit der Brechstange machen, sondern man muss behutsam die Menschen ja, verstehen lernen. Und auch wie bei, sage ich mal, einem kleinen Kind, es in kleinen Schritten machen, Schritt für Schritt. Und was am Anfang aussieht wie Miniaturschritte, verwandelt sich dann und wird selbstständig und wird dann immer zu größeren Meilensteinen, die immer schneller voranstreiten. Also wichtig ist es, dann im September liebevoll zu bleiben. Aus der Liebe zu agieren, also das ist generell wichtig, aber es wird hier als wichtigen Punkt gezeigt, als Hilfestellung, liebevoll im Herzen zu bleiben, weniger über andere zu hetzen, zu lästern. Das ist ja oft aus Unverständnis auch heraus, weil die einen die anderen nicht verstehen. Und hier geht es darum, dass es das Wurzelthema, diese Unkenntnis aufzulösen, Verstehen reinzubringen. Und wenn wir Verstehen reinbringen in die Dinge, ja, dann verstehen wir und dann verstehen wir einander, dann verstehen wir untereinander, auch global gesehen die ganze Welt und dann wird alles freundlicher und einfacher. Also kann man zusammenfassen, im September nichts mit der Brechstange, wirklich schauen, gutes Fundament aufbauen, über den eigenen Tellerrand gehen, also schauen, auch mal vielleicht etwas machen, was ungewöhnlich ist, vielleicht auch mal mit einer Menschengruppe oder Menschen sich austauschen, wo man denkt, ich verstehe die eigentlich gar nicht und die verstehen mich nicht und da wirklich mit Herzarbeit reinzugehen und das kann helfen, neue Strukturen und Denkweisen zu schaffen, mehr Frieden untereinander zu leben, das ist auch wichtig, weil wir haben hier diese angriffslustige Stimmung drin. Das ist natürlich auch politisch wichtig mit den ganzen angespannten Situationen, ne? Also Krieg und so weiter, was auf der Welt passiert. Wir brauchen mehr Verständnis und mehr Herz und nicht nur Vorwürfe. Weil mit Vorwürfen schaffen wir nur Mauern und ziehen diese immer höher. In den Gedanken, in den Köpfen der Menschen und in den Herzen. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja
die Herzen öffnen für mehr Verständnis, Toleranz, für mehr Miteinander und ja, die guten Werte mitnehmen. Also fast schon biblisch, also das Gute behalte, das Schlechte verwerfet. Also ja, darum geht es, das Gute zu behalten, das Schlechte zu verwerfen. Aber wir müssen es nicht vorschnell verwerfen, wir dürfen es doch auch mehrfach überprüfen. Und das ist ganz wichtig und damit möchte ich abschließen. Lasst es uns von Herzen und mit tiefer Weisheit überprüfen, also wie auch die Eulen sagen, lasst uns in die Weisheit gehen. Und wenn wir mit Weisheit und Herz handeln, dann kann es nur gut werden. Ja, eine ganz besondere Legung hier für den September. Ich würde mich über ein Feedback freuen. Bis ganz bald. Alles Liebe, eure Dani. Und ich wünsche euch wirklich einen wunderbaren September. Tschüss.